Hallo, meine Lieben. Lasst euch ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und einerseits dürfen wir dankbar sein, dass der Herr uns noch Prüfzeit gelassen hat, um uns zu prüfen. Nicht, weil wir die Gefahr sind, verloren zu gehen, sondern es geht um das, dass Gott uns wirklich vorbereiten will auf sein Wiederkommen, das Treffen mit ihm. Und es ist gut, wenn man da im Himmel mehr Gutes hört als Böses. Ja, wir wissen, in dem Korintherbrief schreibt Paulus, dass wir vor dem Richterstuhl stehen werden, um das Lohn für das Gute und Böse, was wir getan haben, zu erhalten. Er sagt auch den Korinther, dass man durch den Feuer gerettet wird und bekleidet und dennoch nackt steht. Das schreibt er aber den Korinther. Und gerade das Korintherbrief möchte ich ein klein bisschen angehen heute, um zu zeigen, dass wir auch oft sehr nach Fleisch richten und oft sehr falsch richten und wie der Herr eigentlich mit uns umgeht und was der Unterschied ist, nach dem Fleisch zu leben und fleischlich zu sein. Ja, das ist immer ein Problem. Das andere ist die Tatsache, dass die Zunge ist einer der gefährlichsten Werkzeuge des Menschen. Denn oft die Zunge redet das, was aus dem Herzen kommt. Und oft bedenken wir nicht, wenn das aus dem Herzen kommt, wie wir das sagen, was wir sagen und erst vielleicht im Nachhinein. Deswegen sagt auch Paulus, wir sollen nüchtern sein, bedacht sein und wir sollen lernen auch von unserem Herrn Jesus Christus, der kein Mann von viele Worte war. Auch Petrus ermahnt die Frauen, die sollen wortlos ihre Männer für den Herrn gewinnen, wenn sie nicht richtig wandeln. Und das geht aber auch für Männer, die ihre Frauen nicht richtig wandeln. Und das ist mit viel Leid und Kampf verbunden. Aber viele Wörter und meistens unbedachte Wörter können viel Schaden mit sich bringen. Und das Problem, ich kann das nicht mehr rückgängig machen. Deswegen ist es immer gut, nicht aus Reiz, nicht aus Wut etwas zu sagen, sondern lieber dann schweigen. Und wenn ich wieder ganz in der Ruhe bin, dann denke ich und dann rede ich vielleicht. Deswegen ist oft gut mehr beten als mehr reden. Mit dem Wort ist es so, dass Wörter können immer zweideutig sein. Und am Wort kommt immer darauf an, wie ich das betone und in welche Reihenfolge ich die Wörter setze. Ja? Denn nicht nur die Betonung, sondern die Art, wie ich das sage, kann das den Gesagten eine andere Deutung geben für den, der das hört. Und oft ist das Problem, dass es hören noch andere zu, die die Situation gar nicht kennen. Und das kann katastrophal enden. Auch im Schreiben ist sehr große Gefahr da. Die Art, wie ich den Punkt und Komma setze,
den Ausführungszeichen, Fragezeichen und wie ich die meine Buchstaben, in welche Reihenfolge ich sie stelle. Ja, also deswegen seid nicht schnell am Schreiben. Meine Lieben, ich muss ganz ehrlich sein, manche Kommentare, die da stehen, da brannt man in Zorn und man sagt, ja, jetzt schreibe ich ihm. Und es war oft, dass ich angefangen habe zu schreiben und habe es gelöscht. Weil der Herr hat mir gezeigt, so nicht. Ich mache auch viele Fehler und ich lerne auch dabei. Aber bevor wir anfangen, lasst uns auch beten. Wir loben dich und preisen dich, o Herr. Vater, du bist ein Schöpfer mit so viel Weisheit, so viel Macht. Du hast alles so perfekt gemacht. Vergib uns, Herr, dass wir durch unsere Sündhaftigkeit alles zerstören. Vergib uns, Herr, dass wir oft auch Werkzeuge sind in der Hände des Bösen, des Feindes. Vergib uns, Herr, dass wir oft nicht besonnen sind und nüchtern. Vergib uns, Herr, dass wir oft deinen Namen beschmutzen. O Herr, sei uns gnädig und lass deinen Ratschluss erkennen. Lass wirklich erfüllt sein mit deiner Liebe. Lass uns nicht Menschen von vielen Worten sein, sondern mehr erfüllt von der Taten der Liebe. Herr, sei uns gnädig genau in dieser harten Zeit, in dieser gottlosen und finsteren Zeit. Gib uns die Hoffnung, schenk uns wirklich ein starkes Glauben und zu erkennen das Gute und das Schlechte und dass wir das Böse wirklich wegschmeißen, auf der Seite stellen, davon flüchten und damit keine Gemeinschaft haben. O Herr, erhebe dich und lass deinen Namen verherrlichen, hier mitten unter uns, in uns. Segne dieses Video. Und segne die Zuhörer. Segne jeden Einzelnen, Herr. Und schließe du den Mund der Spötter. Herr, wir danken dir im Namen unseres Herrn Jesus Christus, deinen ewigen Sohn. Amen. Es ist sehr eindeutig. Jesus sagt in Johannes, ihr richtet nach dem Fleisch, nach dem Auge, das, was wir sehen. Aber ich richte nach dem Herzen, weil der Stand des Herzens ist für Gott sehr bedeutenswert. Es ist sehr bedeutenswert, mein Glauben, meine Einstellung. Und deswegen sagt Paulus, seid gesinnt nach dem Geist. Und diese Gesinnung nach dem Geist kann nur aus dem Herzen kommen. Ja. Und deswegen sagt Paulus in Römer 8, 9, ihr aber seid nicht im Fleisch. Ja, Moment, Paulus, wir sind doch im Fleisch. Ja. Aber das meint er auch nicht so. Sondern es ist so, er sagt weiter, sondern im Geist. Also ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Das heißt, dass wir nicht nach dem Fleisch gesinnt sind, sondern nach dem Geist. Und dann sagt er deutlich, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wenn der Geist Gottes nicht in uns wohnt, dann werden wir automatisch fleischlich denken, fleischlich handeln. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Es ist sehr eindeutig.
Und dann sagte er in Römer 8 weiter, 12, so sind wir nur Brüder nicht dem Fleisch Schuldner. Also wir sind nicht in den Schuld der Sünde, der in unser Fleisch lebt. Um nach dem Fleisch zu leben, nach der Gesinnung des Fleisches zu leben. Und das will ich das auch übersetzen, dass wir verstehen, weil wir leben in dieser Welt. Und Paulus sagt den Korinther, dass wir leben. In 1. Korinther 5, dass wir leben zwischen habsüchtigen Räuber, Götzendiener. Er sagt hier, ich habe euch in den Brief geschrieben, nicht mit den Unzüchtigen Umgang zu haben, nicht durchaus mit den Unzüchtigen dieser Welt, den Habsüchtigen und Räuber oder Götzendiener, sonst müsst ihr aus der Welt hinausgehen. Also wir können das nicht ändern, wir leben mitten in dieser gottlosen Welt. Aber wir sollen keinen Umgang mit denen haben, das heißt, wir sollen keine Gemeinschaft haben. Das heißt nicht, wir können keinen Wortwechsel haben, wir können kein Zeugnis ablegen, wir können nicht über das Wort und die Wahrheit reden, aber mehr nicht. Es ist nicht drin. Und da komme ich aber noch auf das hinzu. Jetzt aber müssen wir doch feststellen, dass Paulus einen Unterschied tut zwischen die, die bewusst nach dem Fleisch leben, wollentlich nach dem Fleisch leben, und er macht den Unterschied zwischen die, die noch fleischlich besinnt sind. Also, es gibt Christen, die noch fleischlich sind. Und da komme ich noch auf das hinzu. Wir haben das ganze Korintherbrief. Und ich weiß nicht, ob ihr euch so Gedanken gemacht habt, was alles Paulus den Korinther geschrieben hat. Ist sehr interessant. Den Galater musste er was anderes schreiben. Natürlich, das Evangelium Christi ist immer eins und selbe, aber von dem Verhalten dessen Gemeinde hat er ein bisschen was anderes noch schreiben müssen, auf diesen, wie sie gelebt haben. Bei der Epheserbrief sehen wir auch wieder, das ist mehr eine starke Futter in der Epheserbrief, Kolosserbrief genauso, Timotheus, Philippa. Das ist so starke Futter. Bei Korinther ist Milch und starke Futter mit drin gemischt. Aber ganz vorsichtig. Paulus tut einen Unterschied zwischen denjenigen, die Götzendiener sind, habsüchtig sind, Trunkenbolde sind, die lieben die Sünde und ganz bewusst fleischlich, weltlich gesinnt sind. Und tut der Unterschied zwischen Leute, die wieder wirklich errettet sind, die in Christus sind, aber noch an Fleischlichen hängen. Und schaut mal nach, wie Paulus an die Korinther anfängt zu schreiben. Er sagt, er stellt sich vor, ich Paulus, Apostel berufen, Apostel Christi Jesus durch Gottes Willen und so, Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, den Herrn und den Herrn Jesus Christus. Und dann sagt er, ich danke meinen Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Also ganz eindeutig, ihr Korinther, ihr seid zum Glauben, ihr seid in Christus. Und ich, Paulus, ich danke dem Herrn dafür. Ihr seid zum Glauben gekommen.
In ihm seid in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis. Also, sie haben schon einiges gekannt. Und wir wissen, beim Korinther war auch schon das Problem, dass der eine sagte, ich gehöre Apollos, der andere Paulus. Und da musste Paulus Klarheit schaffen. Und musste den Korinther sagen, ja, wer ist denn für euch gestorben? Ist der Paulus oder der Apostel, der Apollos gestorben? Und aus was kommt das? Das kommt eigentlich sehr eindeutig hervor aus den ersten paar Kapitel schon am Anfang. Er sagt schon in den Kapitel 3 den Korinther ganz deutlich. Aber ich bitte euch, schaut euch die Art der Kommunikation an, wie Paulus schreibt. Er sagt nicht, ja, wer den Geist hat, der muss und soll und. Nein, dieses liebevolle Ermahnung, Erbauung, dieses aus der Grube helfende Hand, die den Korinther Paulus zureicht. Und er sagt, ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Also die sind in Christus, aber die sind unmündig. So was Ähnliches erleben wir auch bei der Hebräer, aber ich möchte heute bei der Korintherbrief bleiben. Also als Fleischlichen unmündig in Christus. Also in Christus lebend, aber immer noch fleischlich sein. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise. Ihr könnt es nicht ertragen, sagt er, denn ihr vermöchtet es noch nicht. Ihr vermögt es aber auch jetzt noch nicht. Also es ist schon eine lange Zeit. Er war wahrscheinlich in Korinth. Und er schreibt ihnen jetzt. Und er sagt, ihr seid immer noch da. Ihr vermögt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich, immer noch fleischlich. Denn da Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin Paulus und das andere des Apostel, das habe ich aber auch schon gesagt, also aus Glaubenssachen entstanden Streitigkeiten. Ja, also ihr seid fleischlich, ihr streitet, ihr seid eifersüchtig. Ihr könnt nicht eines Geistes sein. Ihr könnt nicht durch die Liebe verbunden werden. Aus was kommt eigentlich Streit? Da sagt Paulus hier schon ein Wort, ja, Eifersucht. Aber hier ist auch ein klein bisschen, ich weiß es besser. Ja, ich kenne das Wort. Ich weiß, wie es geht. Und dieses alles, ich weiß, das ist vernichtend. Das ist etwas wie eine Vernichtungsmaschine, wenn ich alles gut weiß. Ja, und wir sehen, dass diese sind alle Eigenschaften des Fleisches, und Paulus sagt denen nicht, ihr Verlorene, ihr müsst euch bekehren. Nein, sondern ihr müsst verstehen, dass ihr es noch nicht verstanden habt, was heißt, im Geist zu wandeln.
Ihr seid zwar in Christus, aber ihr steckt immer noch unter dem Kreuz. Ihr trinkt immer noch Milch und ihr seid an den Schnuller gebunden. Ihr seid noch Unmündige. Er tut sie nicht hinrichten, er tut sie nicht abschießen, er tut sie nicht abmetzeln, sondern genau das tut er, dass er versucht, sie jetzt auf den richtigen Weg sie zu bringen, dass sie erwachsen werden im Geist, um das Fleischliche zu besiegen. Er will ihnen den Weg zeigen. Er zeigt ihnen die Situation, in der sie sind, in voller Liebe, ohne sie zu richten. Und er will ihnen zeigen, so sollt ihr nicht bleiben. Eine liebevolle Ermahnung. Und nicht, du bist kein Christ, du bist verloren, du bist ausgeschieden, du bist... Diese Menschen haben Christus lieb gehabt. Aber die haben nicht selbst bemerken können, wie viel Fleischliches noch in ihrem Wandel da war. Dann zeigt er, dass die Gemeinde toleriert Sachen, was das Wort der Wahrheit nicht toleriert. Und zwar Unzucht, bewusstes Unzucht. Meine Lieben, wenn ich jetzt 1. Korinther 5 lese, dann lese ich über einen sogenannten Bruder, der mit der Frau seines Vaters lebte. Also sie waren zusammen, die sind zusammen in Gemeinde gegangen, wahrscheinlich auch am Tisch des Herrn gesessen. Und die haben es toleriert. Heute wird man schwul oder eine Pastorin oder es wird alles schon toleriert in den Gemeinden. Und Paulus sagt, das ist nicht nach der Wort und Wahrheit und von denen müsst ihr euch trennen, weil sie nicht in eine Sünde gefallen sind, sondern in diese Sünde leben. Meine Lieben, das ist ein Unterschied und das ist eine Unzucht. Was Paulus sagt, nicht mal in der Welt hört man davon. Da ist nicht um die Rede, dass jemand in seiner Vergangenheit geschieden ist und so und dann ist zum Glauben gekommen und jetzt lebt sie oder er mit einem Paar und merkt, das so ist nicht geregelt und ich möchte das in Christus jetzt regeln, ich möchte Nagel mit Kopf machen, ich werde dann heiraten oder mich trennen. Denn ich möchte keine wilde Sachen, ich möchte nicht weltlich leben. Das ist was anderes. Ja, das war eine ganz enorme Sache. Und meine Lieben, wenn ich heute sehe, dass zum Beispiel Homosexuelle getauft werden und gesegnet werden und auch Eheschließung in Reihen sogar den Gemeinden, dann ist es leider nicht der Platz, wo ich hingehen möchte. Auch wenn Frauen als Ältesten eingestellt sind, oder auch, ich habe nichts gegen Frauen jetzt, nicht? Das ist eine biblische Tatsache und daran soll man sich halten. Gott will keine Kompromisse und zwar bewusste Kompromisse. Die Streitigkeiten, die hier waren, waren fleischlicher Natur. Aber das zeigt, dass die Korinther selbst auch irgendwie nicht erkannt haben wollten. Und es war irgendwas, was für die Gemeindebau auch ein Hindernis war. Da konnte kein Wachstum da sein.
weil sie noch sehr fleischlich und sie immer nur den Lulla in den Mund hatten und immer nur noch am Kreuz standen. Gott möchte, dass wir wachsen im Geist, dass wir zu Männern werden. Und desto mehr ich wachse, desto weniger bleibt mir an der Fleischlichkeit übrig. Und das wollen viele nicht wissen. Deswegen muss ich mich von Gesetzlichkeit, muss ich mich von Fanatismus, soweit es möglich ist, bewusst trennen. Ich muss dagegen steuern, auch wenn ich immer wieder mal falle. Aber ich sollte dagegen steuern. Die Streitigkeiten und diese Sachen sind auch Herzenssache, ja. Eifersucht und solche Sachen, das sind eigentlich keine gute Sachen. Wir sehen in 1. Korinther 6, sagt sogar Paulus dem Korinther, bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit einem anderen hat, über sich vor den Ungerechten zu streiten. Also, die waren so weit, dass sie weltlich sich angezeigt haben und vor den Gottlosen gestritten haben und sie haben erwartet, dass der Gottlose Gerechtigkeit ausspricht über sie. Und da sagt Paulus, wo sind denn wir? Überlegt euch. Wir, sagt Paulus den Korinther, wir werden Engel richten, wir werden die Welt richten. Und die Gottlosen dürfen über uns nicht richten. Wenn wir eine Streitsache haben miteinander, dann fragt Paulus, ist zwischen euch kein Weiser, wenn man 1. Korinther 6 liest. Ich kann nicht alle Bibelverse lesen. Da gibt es keinen Weiser, der jetzt urteilen kann und Gerechtigkeit aussprechen kann, uns jeden ermahnen kann. Kein einziger in einer Gemeinde. Und das kommt auch heute in der Gemeinde. Weil jeder besser weiß, weil jeder glaubt, er hat die Erkenntnis, die Erleuchtung und er ist besser als der andere. Hier sieht man, es gab keine Vergebung. Aber Paulus sagt nicht, ihr seid deswegen verloren. Er sagt nicht, ihr seid keine Kinder Gottes, sondern er zeigt, dass meine Lieben, ihr als Kinder Gottes macht sowas. Das geht nicht. Überlegt euch mal. Ich gehe noch weiter. Sogar in der 1. Korinther 11 redet er über das Tisch des Herrn und sagt, ich höre, ihr kommt zusammen zu essen und zu trinken. Und wenn es schon dazu kommt, zu Tisch des Herrn zu kommen, seid ihr schon sogar betrunken. Dann trinkt doch zu Hause, sagt Paulus, und isst zu Hause. Aber wenn ihr zusammenkommt, und Paulus sagt hier nicht, ihr seid verloren, sondern sagt er, wenn ihr liest, ab so Vers 20, habe ich richtig gesagt? Nee, ja, 20, ab 20, sagt, deswegen sind so viele Kranken bei euch. Deswegen sind sogar einige eingeschlafen bei euch. Aber er sagt nicht, die sind alle verloren. Die waren keine Christen. Nein, es waren Christen, die unmündig waren noch in Christus. Und deswegen sagt Paulus auch in Römerbrief, Galaterbrief, aber in seinen Briefen, man soll einander dienen, die Starken sollen die Schwachen tragen, weil es war ihm bewusst, dass es sind Unmündige in Christus, die noch sehr fleischlich sind. Wenn ich manchmal so
Reden höre, den einen oder den anderen. Oh, du bist verloren, du bist kein Christ, du bist immer noch. Ja. Und ein ganzes Brief haben wir über Sachen, wo wir uns einfach mal nachdenken sollen. Ich will niemand in Schutz nehmen und ich möchte auch nicht sagen, lebt in der Sünde, das ist doch kein Problem. Nein, Paulus sagt auch, das ist ein Problem. Da müsst ihr rauswachsen aus dem. Ihr müsst im Geiste wachsen. Aber er zeigt, dass hier Unversöhnlichkeit, Streitigkeit, nicht vergeben. Und meine Lieben, Korinther ist das einzige Gemeinde, wo Paulus den 1. Korinther 13 über die Liebe geschrieben hat. Genau deswegen, dass sie verstehen, was heißt Liebe? Was ist die Liebe Gottes? Nicht neidisch sein, vergeben, ja nicht sein eigenes zu suchen und. Den Korinther schreibt er, weil sie in dieser Mistlage waren. Und Paulus will sie fördern, aufrichten. Und ich sage hier, hey, ihr, na, ihr seid keine Christen, ihr habt nicht den Geist, ihr seid verloren, ihr seid schon Weggeschmissene, ihr seid Nichtnützige. Also hört auf mit dem ganzen Kram und schließt lieber eure Gemeinde. Es bringt nichts. Es gab auch Streitigkeiten wegen der Gaben. Und da musste Paulus auch bei den Korinther über Gaben sprechen. Also Korinther war sehr vielseitig, fleischlich. Aber Paulus sagt, ihr seid Unmündige im Geist, in Christus. Er sagt nicht, ihr seid alle verloren. Weggeschmissen, sondern umso mehr. Er möchte, dass er als Starke diese schwache Gemeinde aus dieser Misslage aufrichtet und ihnen zeigt, was heißt, ein Kind Gottes zu sein. Was heißt, im Geist zu wandeln. Was heißt das? Er spricht den Korinther an, wegen der Sexualität. Das ist die einzige Gemeinde, wo er ganz konkret über die Sexualität, über Mann und Frau, über Zusammensein, um heiraten oder nicht heiraten, wo er detailliert das beschreibt. Es war die einzige Gemeinde. Bei Epheser treffen wir nicht, bei Galater treffen sie. Bei Galater haben wir auch das Problem, dass das, was im Geist angefangen, wollte ihr jetzt im Fleisch enden. Da war aber das Problem, dass sie dem Gesetz nachgelaufen sind. Die haben das Evangelium des Paulus auf einmal auf die Seite gelegt, was heute geschieht. Die wollen heute nur Fabeln hören. Die wollen nur Fabeln hören. Und genau dieser Gemeinde muss Paulus das schreiben. Denn die Gemeinde von Korinth musste lernen, dass in Geist zu leben, heißt erstmal sich selbst verleugnen. Heißt dienen. Der musste die 1. Korinther 13 schreiben, zu verstehen. Ich muss vergeben. Ich darf nicht mal das Meine suchen. Und deswegen sagt er sogar den Korinther, meine Lieben, ich kann in Engelzungen reden. Ich kann alles Erkenntnis haben. Ich kann mein Leib sogar verbrennen für andere. Aber wenn keine Liebe in mir ist, wenn ich die erste Liebe verlasse, dann habe ich nichts. Und deswegen sagt auch Paulus, jeder soll gucken, wie er baut.
Das sagt er den Korinther wiederum. Jeder gucke, wie er baut. Nicht, dass es Holz und also Dingsbums was verbrennt, aufbaut, sondern Gold und Silber. Aber Gold und Silber kann ein Unmündiger nicht bauen, weil er kann es nicht tragen. Wenn ich mit meinem Kind, mit meinem dreijährigen oder zweijährigen Kind ins Wald gehe, Holz zu holen, ich kann einen Stamm auf meine Schulter nehmen, aber ihm muss ich eine kleine Ast auf die Schulter tun, weil er kann das nicht tragen, weil er nicht manns genug ist dafür. Aber Paulus richtet die Gemeinde nicht hin, sondern er baut sie auf. Und er sagt nicht, ihr seid verloren, ihr seid nicht nütziger, sondern er weist hin auf den Zustand, in dem sie sind, und sagt Paulus, ihr könnt doch so nicht bleiben. Ihr müsst endlich kapieren, ihr müsst wachsen. Ihr müsst wachsen in Christus, ihr müsst wachsen in den Geist. Wir lesen gern mal 1. Korinther 13, aber man sieht die Zusammenhänge, die Lage, in dem Korinther war. Und es ist gut, wenn man bei Epheser genau so betrachtet, das Geschriebene. Und bei Galater auch das Geschriebene betrachten auf den Zustand, in dem die Gemeinde war. Wir sehen auch den Timotheus, schreibt der Paulus, pass auf, es sind falsche Brüder, und er nimmt sie, falsche Brüder. Er sagt nicht falsche Nichtbrüder, sondern falsche Brüder. Er nennt sie Brüder. Warum? Weiß ich nicht, aber ich denke, er hat sie nicht hingestempelt als verloren, sondern falsch. Die dann durch ihren Satzungen und Geboten Lasten auftragen. Ich bewundere den Paulus und ich bewundere den Herrn. Denn der Herr hat genau so gehandelt. Und Paulus handelt wie der Herr. Und so sollen wir auch handeln. Es ist wichtig zu sehen, es ist leicht, jemandem zu sagen, du bist nicht, du bist verloren. Wenn ich heute sehe, was für Lehren aufkommen, dann bin ich wirklich tiefst erschrocken. Wie zum Beispiel, da war in den Kommentaren schon die Rede, das wusste ich, aber auch, wo der Savier zum Beispiel sagt, ja, Jesus ist der Retter, aber im Alten Testament und in Offenbarung ist der Teufel, der Jahwe und der Herr. Das ist für mich eindeutig etwas, wo ich sagen kann, der Geist Gottes ist nicht präsent. Das ist schon nicht mehr fleischlich, sondern das ist schon dämonisch. Es ist eine Lüge oder wie auch immer, Gott weiß es, er wird schon richtig urteilen darüber. Oder wenn ich höre, dass WWW ist die 666, das ist das Mahlzeichen des Tieres. Und ich habe gerade gestern ein Gespräch gehabt und habe gedacht, man soll sich doch überlegen. Das WWW ist schon seit über 20 Jahren. Doch die Bibel deutet ganz deutlich hin, dass das Mahlzeichen des Tieres nur 3,5 Jahre halten wird, weil dann kommt der Herr selbst und vernichtet das Tier. Und dieses WWW geht schon seit über 20 Jahren. Und wisst ihr, es ist noch dann das Schlimmste, dass viele glauben das sogar.
Natürlich muss jeder muss für sich wissen, was er erträgt. Wenn ich sehe etwas, wenn ich jetzt ein Buch lese und merke, das tut mir nicht gut, tue ich es auf die Seite. Wenn ich eine Nachricht höre und weiß es tut, wisst ihr, wie das ist? Lasst es mir so als Beispiel bringen. Ich hatte nach einem Unfall Phobie, Angstphobie. Das heißt, wenn ich jetzt auf Höhen war, auf diesen Rad oder so, oder wenn ich mit jemandem gefahren bin und der ist nicht mit Abstand und schön gefahren, dann bin ich in Panik geraten. Und Gott hat mir aber immer ist zugestanden, ich konnte durch Gebet das auch besiegen. Und ich bin dankbar dafür. Das war eine Gnade, ist eine Gnade. Und auch wenn ich zum Beispiel in die Röhre reingesteckt war, war ich früher kein Problem. Da konnte ich stundenlang in so einer Röhre sein. Aber ab dem Unfall konnte ich es nicht. Also, dann wusste ich, dass in diesen Situationen ich mich zurückziehen muss, weil sonst komme ich in Panik. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video anschaue, wo über ein Flugzeugabsturz die Rede ist und da gibt es diese Spannung, wir fallen, wir sterben, wir Dings, dann fängt diese Panik bei mir an. Und dann muss ich aufstehen und ich gehe raus. Ich versuche meine Gedanken woanders hin. Ich kann sowas nicht sehen. Also wenn ich weiß, dass ich das nicht ertrage, dann vermeide ich diese Sache. Und ich wende mich immer an den Herrn. Und das ist auch mit Literatur, mit den Videos, mit all das, was ich anschaue oder nicht anschaue. Ich muss sehen, was mir liegt. Und wenn ich merke, ich neige zu falschen Lehren oder zu falschen, dann lasse ich diesen Philosophie, Theorien und was auch immer. Nicht jeder kann das. Jeder muss für sich selbst wissen, erfahren, ja, was kann und was nicht kann. Aber ich freue mich heute über diesen Korintherbrief. Das hat mich gestern eine Schwester darauf gebracht, weil wir gerade drüber geredet haben. Nicht absichtlich, unabsichtlich. Es kam im Gespräch so und ich habe dieses Thema so ein bisschen aufgebracht. Und da hatte sie gesagt, du Laszlo, darüber müsstest du ein Video machen. Und das habe ich heute auch gemacht. Weil das ist wirklich etwas, wo für uns allen sehr zunutze sind. Also lasst uns nicht über Paulus stehen. Wenn Paulus mit solchen Leuten, mit solch einer Gemeinde, in so viel Demut und mit so viel Bereitschaft, die aufzurichten war, dann sollen wir auch mit unseren Mitchristen genau so handeln. Ich bin zum Beispiel müde, mit jemand 10 Stunden sprechen über dasselbe Thema. Immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe. Und er kommt nicht weg und er fragt immer dasselbe. Ich kann dann nicht überzeugen. Und dann muss ich sagen, lass uns darüber nicht mehr reden. Es bringt nichts. Ich muss für dich beten. Ich kann für dich beten. Mehr kann ich nicht. Ja, das sind Leute, die verstehen nicht, warum nicht das Gesetz oder warum das Gesetz und, und. Und man erklärt ihnen anhand der Wortes und sie wollen es nicht verstehen. Da kann ich auch nichts mehr. Das heißt nicht, dass sie verloren sind. Das heißt nicht, dass sie nicht meine Geschwister sind. Aber ich möchte, es bringt nichts. Und meine Lieben, es ist gut, wenn man alle Briefe auf Paulus, was er geschrieben hat,
eigentlich aus dem Ganzen sehen. Nicht nur, was geschrieben ist, auch die Situation, was damals in Korinth war. Und wir haben schon einiges gesehen, ja. Streit, Eifersucht, ich gehöre Paulus, ich gehöre Apollos, also schon eine so ihr Einstellung. Dann war das Thema Sexualität ein Problem. Dann war der Gnadenempfang, Gnadengabenempfang ein Problem. Dann musste Paulus über die Liebe sprechen. Dann war die Toleration über Unzucht und sowas in der Gemeinde. Dann war bei dem Tisch des Herrn Unordnung. Die waren schon besoffen, bevor sie angefangen haben. Und. Aber Paulus sagt in keinen seinen Worten, ihr seid Verlorene. Er schreibt auch nicht, ihr Lieben aus Korinth, es wäre Zeit für euch, euch zu bekehren. Ihr müsst den Christus annehmen. Nein, er sagt deutlich, ihr seid noch an der Lulla. Ihr braucht noch Milch. Ihr müsst jetzt lernen, einfach mal wachsen, erwachsen zu werden. Und wisst ihr, mir hat man das auch als Kind schon gesagt. Als ich schon 14, 15 war und man hat dann, ich sag's auch manchmal meinen Kindern, ja, wann lernst du erwachsen ein bisschen zu sein? Du bist jetzt schließlich 12, 14, 15, 20. Wieso machst du noch solche Sachen? Denk mal nach, das machen kleine Kinder. Aber du bist kein Kleinkind mehr. Ja, also wir sollen in der Liebe darüber reden und nicht richten. Und ich freue mich wieder, darüber sprechen zu dürfen, dass wir noch Gnade haben, Zeit haben, darüber uns noch auszutauschen. Meine Lieben, denkt mal drüber nach. Ich will niemanden in Schutz nehmen. Aber ich möchte Tatsachen euch zeigen, dass wir auch richtig urteilen, dass wir auch richtig reden, dass wir auch richtig handeln und dass wir nicht nach dem Augenmaß, sondern nach dem Herzen gehen. Und da möge Gott jeden geistlich diese Kraft geben. Ja, meine Lieben, seid alle fest umarmt. Lasst uns wirklich in der Liebe wandeln, mit der Liebe Christi erfüllt sein und in der Liebe auch miteinander umgehen. Lasst euch danken auch für die Gebete, für eure Unterstützung. Ich danke euch, dass ihr seid. Gott segne euch alle sehr, sehr reichlich und lasst uns in allen Gott verherrlichen. In allen. Da ist nicht der Laszlo, da ist nicht der andere, sondern jeder, der da ist, hat ein Geschenk von Gott, aus Gott. Und dafür soll man danken. Und wir sollen alles, was wir aus und von Gott haben, dafür benutzen, um uns gegenseitig zu erbauen. Seid reich gesegnet.